Hey Leute, what's up? Ich bin's Colin, euer Tech News mit eurem Technikkanal hier auf YouTube. Heute wieder mit den Tech News, also mit meinen 5 Top-Meldungen aus der letzten Woche. Los geht's! Ja, während es bei Google nicht ganz so genial mit Android 5.0 läuft, also ich meine, das Nexus 6 ist in Deutschland immer noch nicht vorbestellbar, die Android 5.0 Version vom Nexus 7, Nexus 5 und so weiter sind noch nicht erhältlich, voraussichtlich übrigens am 13. November, das ist der neue Termin zumindest. Ja, während Google da so ein bisschen abkackt, zeigen die ganzen anderen Firmen, wie man es wirklich macht. Motorola hat nämlich dem neuen Moto X, also das von 2014, schon eine Testversion für Android 5.0 bereitgestellt und auch LG will nächste Woche schon damit anfangen, Android 5.0 auf das LG G3 auszuteilen, zumindest erstmal in Polen, aber das dürfte ja dann ziemlich schnell gehen, auch in andere Länder zu kommen. Und ich frage mich, seit wann sind die Firmen schneller als Google mit den Updates? Beziehungsweise gleich schnell. Auf jeden Fall gibt's von mir dafür für Motorola und LG ein fettes Thumbs up für die Update-Politik. News Nummer 2 geht mal wieder um Russland. Die haben's einfach drauf, Scheiße zu bauen. Also ich meine, ich habe ja letzte Woche erzählt mit hier, Tim Cook hat sich homosexuell geoutet bzw. veröffentlicht und so weiter. Jetzt hat Russland einfach mal die Steve Jobs-Statue abgerissen, weil der Nachfolger homosexuell ist. Klingt logisch, oder? Also ich meine, bei solchen Meldungen, da kann man einfach nur noch den Kopf schütteln, oder? Ja, weiter. Und die nächste Meldung ist wieder so eine Hammermeldung. Ich meine, nachdem Ungarn das Ganze erstmal begraben hat mit der Internetsteuer, setzt Spanien einen drauf. Die wollen nämlich, dass Google für jeden Link, der auf urheberrechtliches Material verlinkt, zum Beispiel ein Zeitungsartikel oder so, wollen sie einfach Steuern kassieren. Deutschland hat sowas auch schon mal eingeführt, das Leistungsschutzrecht ist jetzt schon ein paar Jahre oder Monate her. Die haben versucht, in Google News wird ja immer ein kleiner Ausschnitt eingeblendet von dem, was dann auf der News-Seite auch zu lesen ist. Und das sollte quasi von Google bezahlt werden, weil es ja immerhin der Content der Zeitungsanbieter oder der Nachrichtenseite whatever ist. Ja, dann hat Google einfach mal gesagt, okay, dann lassen wir den Text einfach raus oder ihr gebt uns die Erlaubnis, kostenlos zu sein. Okay, und dann haben halt fast alle bis auf Axel Springer gesagt, nee, nimm mal lieber unser Zeug, das ist viel bessere Werbung als alles andere. Ne? Und da ist einfach das Gleiche, Google wird im Leben nicht dafür zahlen und das ist mehr oder weniger kostenlose Werbung für die Seiten. Warum? Ich meine, wenn, was weiß ich, wenn irgendjemand mich jetzt pusht, nehmen wir mal, was weiß ich, Felix Bahr als Beispiel, der hat mich in einem seiner Videos erwähnt, auch in mehreren, aber egal. Wenn er jetzt Ausschnitte von mir nimmt und ich könnte ihn verklagen, hey, du hast meinen Ausschnitt genommen, zahl mir mal Geld, aber da würde ich mich doch ins eigene Bein schießen, weil ich habe immerhin nur positive Sachen von Felix Bahr, also in dem Fall neue Zuschauer gewonnen. Ne? Ihr versteht, was ich meine, oder? Meiner Meinung nach sollte man einfach mal aufhören, aus jedem möglichen Müll versuchen, Kapital zu schlagen, nur weil es machbar ist. Was ist eure Meinung dazu? Ab in die Kommentare damit! Oh, und die vierte News ist wieder so eine geile Nachricht, diesmal von Oettinger, der ist ja aktuell EU-Digitalkommissar, meinte ich, und der ist dafür zuständig, dass ganz Europa bzw. auch Deutschland besseres, schnelleres und überhaupt tolleres Internet bekommt. Der hat sich einfach mal gedacht, hey, es muss sich für die Anbieter auch lohnen, das Netz auszubauen. Was kann man da machen? Hey, wir könnten eine Kündigungssperre einbauen, dass die Nutzer, wenn sich, was weiß ich, die Telekom um den Netzausbau kümmert, dass man einfach als Nutzer erstmal eine bestimmte Zeit lang nicht mehr kündigen kann. Klingt genial. Eigentlich sollte das doch so ablaufen. Eine Firma will Nutzer, also investiert sie Geld, um besser zu sein als die anderen und bekommt dadurch Nutzer. Das Ganze rentiert sich aber erst auf längere Sicht im Normalfall. Warum muss sich die Politik da jetzt einmischen? So ein Beispiel, ich bin bei Kabel BW, weil ich da 50 Mbit für relativ wenig Geld bekomme. Würde jetzt die Telekom auf mich zukommen und sagen, hey, wir bauen die Leitung zu dir aus, dafür bekommst du 100 Megabit, musst aber ein kleines bisschen mehr zahlen, würde ich sagen. Warum nicht? Klar. Dann hätte sich für die Telekom der Ausbau in gewisser Weise gelohnt, weil sie einen neuen Kunden bekommen haben. So sollte es ablaufen, ne? Nicht mit irgendwelchen Kündigungsschranken. Und ich meine,
der Standard-Internetvertrag ist eh 24 Monate lang und außer Sonderkündigungsrecht hat man einfach keine Möglichkeit, da rauszukommen. Also Kündigungsschranke, einfach komplette Scheiße. Herr Oettinger, vergiss es. Bitte. Ach, die letzte News ist nicht ganz so scheiße, aber ich weiß nicht so ganz, was ich von ihr halten soll. Amazon hat nämlich den Amazon Echo vorgestellt. So ein kleiner Bluetooth- bzw. WLAN-Lautsprecher, über den ihr entweder über Bluetooth Musik hören könnt oder auch über WLAN auf eure Amazon, also bei Amazon gekaufte Musik zugreifen könnt und die auch abspielen könnt. Eigentlich eine geile Sache, ne? Dachte ich mir auch. Preis ist so $99 für Prime-Kunden, $199 für Nicht-Prime-Kunden. Das ist noch akzeptabel, sage ich mal. Jetzt kommt der Clou, das Ding kann mit Alexa angesprochen werden. Dafür sind ganze 6 Mikrofone in dieser Box verbaut. Ihr könnt quasi sagen, Alexa, mach mal Harry Potter auf meine Wunschliste. Und dann macht sie das. Eigentlich ja gar nicht schlecht, aber ich dachte mir da so, erstens, braucht man das? Das kann ich mit meinem Smartphone ähnlich schnell machen. Zweitens, Datenschutz. Nur mal so ein Einwand. Ich denke, wenn die Leute sich bei der Xbox One und der Kinect schon aufregen, wenn es aufgrund sinnvoller Features eine Art Überwachung gibt, dann sollte man sich doch mehr aufregen, wenn es für nicht ganz so sinnvolle Features auch eine dauerhafte Überwachung gibt. Nur so ein Gedanke. Gut, am Ende muss man dann natürlich gucken, erstens, wie gut ist die Lautsprecherqualität für Musikwiedergabe, zweitens, was kann das Ding wirklich auf Sprachassistenzebene? Wikipedia wird scheinbar unterstützt, also dass man sagen kann, hey, such doch mal das, was weiß ich, irgendwas raus in Wikipedia und dann kann es einem vorlesen. Ziemlich praktisch, kann das aber nicht auch Google Now oder Siri oder Cortana? Also ich meine, ne. Schreibt es mir mal unten in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob wir noch einen Sprachassistent in der Wohnung brauchen. Ich benutze auch so schon keinen. Und ihr? Das war's auf jeden Fall schon wieder für diese Folge. Ich würde mich über ein Däumchen freuen, über ein Abo, einen Kommentar. Ihr wisst Bescheid. Wir sehen uns dann wieder nächste Woche, wenn es wieder heißt... Hey Leute, ich bin's Colin, euer Tech News. Was für ein scheiß Outro. Ich bin's Colin, euer Tech News. Ciao!